geht's jetzt erst los. Fehlt bloß mein allererster Spaß. Sky, Dumont! Ein Bier. Echt? Mhm. Oh, zwei Bier, Frau Müller. Was hast du gedacht? Wir waren auch mal zu viert in der Badewanne, aber ich kann mich nicht an Ekel erinnern. Du warst zu viert in der Badewanne? Und dann habe ich mir in die Badewanne gepinkelt. Warum hast du denn aufgehört? Weil ich das scheiße fand. Ich habe mich da nicht wohlgefühlt. Badewanne. Ja, manchmal sind Sachen halt scheiße, muss man aber weitermachen. Weil man nee, muss man nicht. Was denkt denn jeder Schauspieler immer, was da passiert? Dass man Glück hat und so bekannt und begehrt wie Brad Pitt wird oder nee, so? Nee, das glaube ich nicht. Nee? Nee, und nee, wenn du nicht. Nee. Erstens nicht und zweitens auch nicht. So. Nee, na klar. Na klar. Würdest du mir das, wenn ich jetzt nach Knoblauch riechen würde? Nee, ich glaube nicht. Nee? Nee. Das war Eis-Chat, Dingsbums, Eis-White-Chat. Eis-White, er ist nicht meine stimmt. Generation. Eis-White-Chat, Eis-White. Das war Eis-Chat, Dings, Eis-White. Das war Eis-Chat, Dings, der auf sehr sehr absen. Wer erzieht die Kinder mehr, du oder du mehr? Niemand. Ab und zu arbeite ich. Oh, 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 oh. Ich mach mein Herz auf den Beat und lass dich darauf fest. Nur dir gehört dieses Lied. Ich lass dich darauf fest. Ich bin der Größte. Ja. Scheiße. Maschinenrasur. Das heißt, wir würden mal so Sex machen. So. Ding left die so. Genau, also ich hatte die Idee, ich dachte jetzt gehst mal rein, ziehst voll durch, jetzt zeig mal, was los ist und so. Aber ich glaube, das hätte trotzdem auch, hätte ich es jetzt nicht aufgeklärt, wäre es super affig rübergekommen. Ja, naja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber ich sag so, du machst den popeligen Moonwalk, den sie alle machen. Den machen ja viele. Du hast den im Quadrat gerade gemacht. Ja, der ist ein bisschen, willst du den lernen schnell? Nein, überhaupt nicht. Habt ihr euch eigentlich schon irgendwie... Wir drei so schön eng aufeinander. Ja, genau. Das ist doch schönisch. Trinkst du eigentlich Alkohol? Nee. Ja doch, Rotwein gerne. Was? Ja. So, und dass danke. Du sagst, Alkohol ruiniert den Menschen, den Körper. Nö, aber ist ja gar nicht so. Rotwein, sagt man, darf man ein bisschen. Ja, Rotwein, so ein bisschen, ein, zwei Gläser geht irgendwie schon. Da sind sie nicht so kritisch. Bei Bier ist halt so, also erstens schmeckt es mir nicht so und zweitens schmeckt es mir nicht so. Bierbrüste so ein bisschen. Deine Mama Erna, ne? Hat Erna aus- ist ja schon mal interessant. Erna finde ich auch spannend. Erna Soest, so wissen die bei uns auf dem Dorf alle. Ja, und Jürgen Soest war ihr Ehemann. So. Und Erna, aber nicht mein Vater. So, weil Erna war zwar mit Jürgen verheiratet in Ost-Berlin, aber war relativ unglücklich. Sei denn, du ahnst schon was und dann kann das noch beseitigt werden. Das war schon sehr spannend, weil meine Mutter dachte so, okay, wer ist nun Mutter? Ach so, sie wusste es auch. Sie wusste es nicht. Ja, und das heißt, 50-50-Joker wäre... Ja, gewesen. Das war so. Hätte, oder Publikumsfrage oder ja, so. Ja, es hätte auch gut gehen können. So, dann bist du aber geschlüpft. Und hat man denn von Anfang an direkt gesehen, dass du nicht warst? Oder warst du nicht am Anfang erst hell? Mein Cock war dunkel. Genau. Und mein Cock ist fett. Ganz einfach, Jungs. Ist fett. Und... Wir haben es damals I Make a Sexy genannt, weil wir also so wild waren. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Sex. Was ist jetzt los? Über den Tisch und weg, ja? Und überhaupt nicht. Und wir sprechen jetzt über dick und dünn und da weiß ich, das interessiert alle, ne Jung? Also Übung mit deinem eigenen Körperhock. Genau. Ich finde, das sieht so lustig aus wie bei Barbie Ken. Der hat auch immer hier so einen Körperhock, wo man die Beine so machen kann. Das sieht ja gut aus. Aber ist auch was, nee, ist aber auch so, weißt du, wenn du irgendwann den Cock hast, den du magst, ist es doch schön, den auch anzugucken. Und ich habe mir immer gewünscht, dass ich nackig mich gerne angucken kann. Ja. I used to
thing that I can. Ich weiß schon, warum ich nicht Sänger, sondern Koch geworden bin. Kannst du dich noch an diesen Song erinnern? Diesen Detlef, ich bitte dich, geh doch für mich auf den Strich. Nee. Hey Detlef, du hast so einen süßen Po. Von wem? Wenn ich dich sehe, bin ich ja so froh. Hey Detlef, du bist so ein süßer Mann, pass in auf, dem man sich Hit nur verlieben kann. Das war damals Deutsche Welle. Kennt ihr keiner mehr? Aber von, nee. Ich hab den nicht ausgedacht für mich. Na, sag mal. Na, ich schwöre, wirklich, das war neue Deutsche Welle. Was du das meinst, danke. Müsst ihr wirklich mal googeln, das war echt ein Hit damals.